Was macht eigentlich so ein deutscher Transatlantiker, wenn hinter dem Atlantik so einer am Hebel sitzt, der gar nicht mehr zurückdringt? Hallo, also ich liebe deutsche Freiheitsmissionäre und USA-Fans. Ihr müsst jetzt richtig traurig sein. Es wird schon nicht der totale Frieden mit Russland ausbrechen, wo ihr in der Weltpolitik nicht mehr die Guten markieren könnt. Aber keine Panik, der verrückte Trump redet für seine Regierung momentan ja nicht nur mit Russland-Fans. Den einzigen, den er bis jetzt real als Minister engagiert hat, ist Justizminister geworden. Und der wird wohl nicht vor allem russische Richter umarmen. Ansonsten sind da ja auch ein paar Russland-Hasser am Start. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich in die USA umziehen will, weil der Mann mit den wirren Haaren da jetzt am Ruder sitzt. Ob das gut geht, weiß kein Mensch. Weil im Gegensatz zu dieser Establishment-Tante, die zur Wahl stand, wie hieß die noch? Ach egal, man weiß halt gar nicht vorher, was der nachher macht. Und das ist in westlicher Politik ja das Schlimmste, was passieren kann. Ich glaube auch nicht, dass dort jetzt ein Milliardär die Armen reicher und die Reichen ärmer macht. Er wäre ja der Erste, der ärmer werden müsste. Und es ist unter Politikern allgemein selten, dass sie sich selber schaden. Nicht nur in den USA. Aber so ein bisschen Frieden mit den Russen, das wäre doch gar nicht so schlecht. Da könnte ich wieder ruhiger schlafen. Ich lebe ja nicht in den USA. Dann hoffen wir mal das Beste und wenn die keinen Frieden machen, dann bin ich die Erste, die über sie herziehen wird. Wie in meinen anderen Videos, die ihr unter dem Link findet. Und bitte schenkt mir noch ein Abo bei YouTube. Tschüssi!